Good morning, guys. Ich nehme euch heute mal mit in einen normalen Arbeitsalltag. Heute steht ziemlich viel auf dem Plan. Wir haben eine Riesengruppe. Das alles in diesem Video. Der Vormittag bei uns in der Firma, der ist immer so der hektische Part des Tages. Heute zum Beispiel haben wir eine Gruppe mit 26 oder 28 Personen. Das sind Unternehmen, die machen einen sogenannten Incentive Trip. Das heißt, die belohnen ihre Mitarbeiter. Die haben heute 4 Boote eben bei uns gemietet. Dann eben als Flotte eben heute Boot fahren und einen richtig coolen Tag haben. Aber das muss natürlich alles organisiert werden. Ich nehme euch heute mal ein bisschen so mit, so hinter die Kulissen in die Abläufe. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, wie es hier momentan gerade zugeht. Hier zum Beispiel haben wir Vienne und Thomas. Die sind auch schon fest in Vorbereitungen. Ihr wisst ja, Hyper Ibiza, die sind eben auch hier bei uns im Office. Hyper Ibiza macht eben vor allem alles, was so das Videotechnische angeht, das ganze Marketingmaterial von Harley Experiences. Und sie werden unter anderem jetzt heute diesen Tag für das Unternehmen eben begleiten, machen da so einen Afterfilm für die Vorbereitung. Da bekommen dann die Gäste zum Beispiel diese GoPros. Also wir haben auf jedem Boot haben dann die Gäste selber die GoPros. Da filmen die sich selbst, ja, um diese Aufnahmen vom Moment zu haben. Dann haben wir, was haben wir noch mit dabei? Einmal diesen Helm. Die Kamera, den Helm mit GoPro drauf. Wie viele Drohnen? 2 Stück, gut ausgestattet. Hoffentlich kommen auch wieder beide Drohnen zurück. Oh ja. Ja. Werden jetzt heute Drohnenpilot. Gucken wir in die Werkstatt. Siebop-Werkstatt läuft. Wir machen ja eben Wartung und Reparaturen von Siebop-Geräten. Hier sieht es am Vormittag immer super chaotisch aus. Die Ramona. Ramona, die gute Seele. Hier sind wir noch schnell gewaschen, die letzten Handtücher werden noch gemacht. Es ist immer unglaublich, wenn ich morgens hier reinkomme, dann denke ich immer so, wow, wow, wow. Und dann gegen 12 Uhr ist hier schon wieder alles eigentlich schon wieder fertig. Bruno kennt ihr. Bruno ist Kapitän von The Same My Name. Er macht es jetzt quasi gleich fertig. Hier haben wir den Atal. Atal ist der Seabob-Man. Ja. Ja. Er kümmert sich gerade um die ganzen Thema Seabobs, ist zuständig eben für die Reparaturen. Hier gehen jetzt noch Handtücher, die gehen eben noch raus. Das sind Handtücher, die wir für Kunden eben machen. Ja, werden noch abgeholt. Und da, wo Bruno jetzt hingeht, da gehen wir beide nämlich jetzt auch hin, weil wir haben nicht mehr viel Zeit und müssen jetzt noch alle Boote einmal checken, bevor die dann gleich in Charter gehen. Aber weißt du was, ich nehme Roller mit. Mal, dann brauchen wir noch einmal den hier. Eine Checkliste. Roller nehmen wir auch mit. Ready? Foodboxes, hä? Toni ist der Kapitän von der MyChoice. Hier werden gerade die ganzen Boxen reingetieft. Das sind unsere Foodboxen. Wir haben die in so schönen Holzkisten, um einfach möglichst nachhaltig zu sein. Jetzt ist hier unnötigerweise halb Plastik wieder. Normalerweise haben die einen Deckel. Da fehlt jetzt ein Deckel. Ganz ohne geht's nicht. Aber das sind eben, zeig mal gerade mal so eine Box. Das ist ganz cool. Ja, da bin ich echt stolz drauf. Wir machen echt wirklich schöne Boxen. Gerade dann hat man so ein bisschen einfach Snacks an Bord, wenn es losgeht. Eine meiner Hauptaufgaben ist eben, neben Personal, neben Mitarbeitern, eben Qualitätskontrolle. Das heißt, jeden Morgen laufe ich hier durch die Marina, check schnell jedes Boot, um einfach halt sicherzustellen, dass unsere Gäste auch den perfekten Tag eben haben. Manchmal ergibt es sich dann mit den Kapitänen, dass wir noch feststellen, okay, schau mal, hier müssen wir vielleicht einen Kundendienst machen oder da ist vielleicht auch was kaputt gegangen. Das kann auch mal passieren. Wir hatten es diesen Sommer auch öfter, dass Gäste ganz ordentlich wild bei uns gefeiert haben. Aber jetzt schauen wir mal. Die erste, die wir jetzt anschauen, ist die Say My Name. Hola, Manea! Hey! Schau mal, das ist so, andere liefern so Pizza aus, wir liefern so unsere Boxen aus. Das ist echt cool. Mit dem Fahrrad, das ist ein E-Bike, hast vorne eben so einen Korb da drin. Und das ist so echt, und es ist nicht mehr wegzudenken. Also was wir hier ganzen Wege in der Marina hinbekommen, ist Wahnsinn. Das ist hier die Say My Name. Momentan unser neuestes Schiff in der Flotte. Das Schiff habe ich eben an Kunden eben da verkauft. Das war letztes Jahr im Dezember. Es ging ja im September schon los. Wurde dann ganz neu dieses Jahr eingewässert und ist, würde ich sagen, das meistgebuchte Boot bei uns. Neben der MyChoice eigentlich. Die schenken sich da gerade nicht. Super luxuriös. Das Design ist Wahnsinn. Wir blenden mal so einen Clip ein, wie das Boot aussieht, wenn es dann fährt. Meine Aufgabe ist auch sowas zu checken. Hier mit Obstplatte drauf. Der Kunde wollte eine Obstplatte. Bieren tue ich es nicht, aber ich vertraue jetzt einfach auf die Qualität der Ananas. Bruno, here is everything perfect? Ja? All perfect. Ja? Ready to go. Super. So, auf zur Yara. Die 29 ist so ein Boot, mit dem verbinde ich ganz viel. Das war das erste Boot, das ich überhaupt verkauft hatte. Damals war das Boot noch grün und ging damals an Wörthersee. Lieb den Wörthersee, also ganz liebe Grüße. Mit dem Boot haben wir auch eine richtig coole Aktion gemacht. Das haben wir damals in Kitzbühel beim Hahnkammrennen auf den Gipfel eben gebracht, so aus Werbezwecken. Damals habe ich noch für die Werft dort gearbeitet. Und ja, der Eigner der Jahre, mit dem habe ich ein super Verhältnis und der hat mir dann dieses Boot in die Flotte gegeben und ist jetzt hier bei uns auf Ibiza und hat diesen Sommer, ich glaube, schon über 90 Chartertage gemacht. Der Kapitän ist der Felipe. Und das schauen wir uns jetzt auch an. Hola, Mandea, Felipe. Yara. Ui. From the beginning of it. Ja? Like this one, yes. It's not getting better. Okay, aber es hält super. Aber da geht eigentlich Qualitätskontrolle los, huh? Wie man an Bord geht. Maybe for today, what do you think? To release the Bimini? Yeah.
Na, maybe with the drone and all this, this will be better. Alle Boote haben diesen Sonnenschutz. Heute brauchen wir nicht unbedingt viel Sonnenschutz. Wobei, wenn die Sonne rauskommt, ist es super stark. Wir haben jetzt eben gestern und heute sehr bewölkte Tage. Man nennt es Levante. Es ist auch ein bisschen wellig. An so Tagen hat man dann bei uns die Möglichkeit, okay, zu sagen, okay, wir schieben den Tag. Oder man bekommt dann einen Gutschein fürs nächste Mal. Oder wenn es eben gefährlich wird, wird natürlich auch refunded. Also das heißt, wieder gut geschrieben. Meistens ist aber die Erfahrung, dass die Leute einfach sagen, egal, ich will raus. Und es wird auch an jedem Tag dann trotzdem besonders. Also es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlecht angezogene Leute, sagt man. Und am Ende haben wir trotzdem immer noch 25 bis 30 Grad und dann macht es trotzdem viel Spaß. Und das Wasser ist immer kristallklar. Das ist so meine tägliche Aufgabe. Das ist auch das absolut Wichtigste. Man muss sich eben halt um Boote kümmern. Das ist so mein Hauptjob. Und dann macht man eine Liste, erweitert die Liste und dann werden so Dinge über den Winter wieder in Stand gesetzt für eine super erfolgreiche Chartersaison. Tage wie heute sind immer besonders herausfordernd, weil man nie so richtig weiß, was das Wetter eigentlich den Tag über macht. Und das Wetter macht, was es will, also haben wir ja keinen Einfluss drauf. Und es gibt halt viele Gäste, die haben den Tag dann so fix geplant, die wollen dann trotzdem rausfahren. Das liegt dann immer an uns zu entscheiden, kann man überhaupt rausfahren oder wird es vielleicht sogar mal gefährlich. Und wenn es gefährlich wird, dann stornieren wir den Charter, das heißt dann auch für den Gast wieder gut geschrieben. Die meisten Gäste wollen dann eigentlich einen Gutschein oder wir buchen dann um, wenn wir Verfügbarkeiten haben. Das hat uns diesen Sommer wurde uns das ganz oft zum Verhängnis. Wenn dann mal gerade doch mal wellig und windig war, hatten wir keine Verfügbarkeiten. Und ganz ehrlich, das ärgert einen. Das ärgert einen so richtig. Weil man möchte eigentlich jedem das irgendwie anbieten können, aber geht dann einmal nicht. Und heute sieht es aber danach aus, dass es schon ein guter Tag wird. Später wird sich das Wetter noch aufmachen, so ist zumindest mal der Forecast. Aber ganz ehrlich, was ich immer festgestellt habe, ist, wenn man rausfahren kann, bereut man immer jeden Tag, an dem man nicht rausgefahren ist. Weil am Ende wird es immer einmalig und immer besonders. Wird es trotzdem gut. Oh nein. Ja. So, jetzt sind wir in Marina Ibiza. Marina Ibiza ist gleich der Yachthafen neben Marina Botafogo. Wir sind hier, ist so das Leo, dieser Nightclub. Der ist echt cool, also mit so einer Kabarettshow am Abend. Ein super tolles Restaurant, das Cappuccino. Aber auch die ganze Shoppingmeile ist hier. Also Gucci, Louis Vuitton, alle Leute, die gerne shoppen gehen, die werden hier eigentlich fündig. Ja, ich nicht so. Und hier haben wir heute zwei Boote auf dem Zettel. Da haben wir einmal jetzt die My Choice, die geht eben mit dieser Incentive-Gruppe. Und dann haben wir heute noch die Vanquish, die Lady Thunder. Die geht heute mit einem anderen Gast. Die gucken wir uns auch noch schnell an. Ja, darf ich es bald verkünden, dass wir mit einer Werft zusammenarbeiten dürfen jetzt zukünftig, wo ich mega stolz bin und wo wir unsere Flotte einfach so viel erweitern werden. Ich freue mich schon, wenn ich das mal alles mit euch teilen darf. Das ist ja mein Baby, ja. Die My Choice war mein erstes Boot. Vorletztes Jahr gekauft und habe das Boot schweren Herzens diesen Sommer verkauft. Ein Eigner, der das bei uns in der Flotte lässt und wir verchartern das. Gigantisch. Also die My Choice hat diesen Sommer über 100 Chartergäste gehabt. Wahnsinn. Einfach ein Hammerboot. Wir lieben es, weil du kannst halt überall schnell hin. Man kann auch mal, wenn es so wenig Tiefgang hat, alles auch super schön entdecken. Und dann schauen wir uns das mal an. Alles tippitoppi, so muss es aussehen. Was ziemlich cool ist, die Leute feiern es total. Dann nehmen die Chatboards. Das Chatboard wird dann eben zu Wasser gelassen und dann kann man einfach so ja, durchs Wasser fahren. Dann haben wir immer noch Seabobs mit dabei. Das wird vor allem heute ein Highlight für die Gäste an Bord. Das ist eine Incentive-Gruppe. Wir versenken dann so Ringe. Ja, dann hat man so eine kleine Challenge, die man eben machen kann miteinander. Da kommt auch schon die Sonne raus. Ich sag dir eins, der Tag wird besser als erwartet. Verspreche ich dir. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen zu Lady Thunder. Hi, I just want to ask if everything is perfect for today. But you're perfect in time, huh? Yeah, yeah. Some water. No, thank you so much, thank you so much. I just want to check the boat before the guests come. Mit dem roten Polster finde ich mega. Ich liebe auch die Farbe. Ich habe überlegt, mein nächstes Boot in dieser Farbe zu lackieren, aber mal schauen. Ist richtig cool, man hat eben hier dieses riesen Sunbed, man hat noch einen Tisch hier vorn. Ist ein starkes Schiff, ich liebe es wirklich. Eine große Kajüte, eine große Toilette. Und einfach auch mit diesem Design finde ich es einfach mega gelungen. Die Leute lieben es, wenn sie es bei uns buchen. Und heute werden die einen richtig geilen Tag haben. Was super ist, ist eben, dass es auch sehr hochwandig ist. Also das Boot ist deutlich höher. Das heißt, wenn es auch mal Welle hat, wird man dann auch nicht so nass. Das ist einfach klasse. Aber hier sieht man, wenn ich mir jetzt überlege, ob ich mein Boot doch mit roten Polstern mache, vielleicht halt schneller aus. Ne? Finde ich optisch halt einfach mega. Also wer sich mal richtig mit was beschäftigt, was richtig schwierig ist, versucht dann mal ein Boot zu konfigurieren. Da bist du nicht fertig. Das sieht so super cool, ne? Yeah. Here they have a fruit box. Yeah. It's so nice. Yeah. It's super really nice. Yeah. And so they have a fruit box with them. And it's a super nice group. Enjoy your day. Hopefully
it get better than expected. Huh? Heute ist ein richtiger Spitzentag wieder. Heute haben wir 45 Seelen an Bord, also verteilt auf 5 Boote. Ja, dann übernimmt er schon eine Verantwortung, dass die auch alle 45 Menschen heute Abend von Bord gehen und dann auch das Gefühl haben, Mensch, das war heute einer der schönsten Tage ihres Lebens. Das ist genau der Qualitätsanspruch, den ich morgens habe. Da muss man nur mal schnell mit jedem Kapitän, mit jedem von der Crew kurz reden. Was steht an? Was ist zu tun? Auf was soll man Wert legen? Wie heißt derjenige, der am Ende die Rechnung bezahlt? Das ist immer sehr wichtig. Vor allem auch für die Crew, damit die natürlich auch alle ein ordentliches Trinkgeld bekommen. Die meisten Leute, die hier arbeiten, die sind ja alles Saisonarbeit. Das heißt, auf Ibiza hat man 5 Monate irgendwo, vielleicht sind es auch nur 4 Monate Saison. Und da freut man sich über jede 10 Euro, die man Trinkgeld bekommt. Und das ist eben halt auch die Aufgabe von mir, dafür zu sorgen, dass die genug Informationen haben, damit die den Gästen auch so einen tollen Tag bereiten können. Jeder sich wertgeschätzt fühlt und dann gibt man auch gerne ein Trinkgeld. Jetzt zum letzten Boot, die Alegria. Das Schwierigste eben an einem Tag wie heute ist es eben, dass auch jeder wirklich seine Experience, wie erwartet, auch bekommt. Also wir haben beispielsweise, so viele Boote dann gleichzeitig draußen habt, muss man die eben auch schedulen. Das heißt, die erste Gruppe wird dann zuerst Water Toy Experience machen. Dann natürlich das Restaurant. Das darf keinem Zufall überlassen sein. Also wir versuchen wirklich, also wir kümmern uns komplett um die Restaurant-Bookings und sorgen dafür, dass die einfach auch einen super Tisch dann auch bekommen. Gibt nichts Schlimmeres. Du hast einen richtig coolen Tag und sitzt dann vielleicht hier direkt neben der Klofrau, ohne dass ich deren Job jetzt nicht anerkenne. Aber von da aus hat man meistens eine schlechte Sicht. Und spätestens da könnte man ja was kaputt machen. Weil wenn man echt so, ich mal echt gesagt, Mensch, wir mieten heute einen Boden. Wir geben heute mal Geld aus, dann möchte man nicht, dass man dann irgendwann eine schlechte Experience zum Beispiel im Restaurant hat. Und auch die Restaurants, die müssen eben besonders sein. Da muss ein kleines Programm sein. Super Küche ist Voraussetzung. Leben möchte man ja sehen, wenn man im Urlaub ist. Ein bisschen auch die Leute beobachten und das stellen wir sicher. Danach hat heute die Gruppe mit der Lady Thunder, die haben heute einen Sundowner, was halt super romantisch ist, aber auch eine coole Stimmung. Weißt du, wenn man da, ich bin ja so ein 80s-Typ. Es gibt nichts Besseres als Bryan Adams oder Michael Jackson, ist eigentlich mittlerweile, habe ich gerade für mich wieder entdeckt. Und da so einen Sonnenuntergang und mit Freunden ein Bier zu trinken, come on. Ja. Eins unserer Highlights ist, dass wir eben so geführte Cave-Touren machen. Das heißt, es gibt Unterwasserhöhlen, in die man reintauchen kann, wo man auch verschiedene Challenges cool machen kann. Was besonders cool ist, so zu Teambuilding oder auch wenn man nur eine Clique ist mit Freunden, gemeinsam so ein Abenteuer zu erleben, gemeinsam so eine Höhlenexpedition zu machen und dann da rauszutauchen, vielleicht so ganz kurz eine Angst zu überwinden, wo man mal auch ins Wasser reinspringen kann. Das ist richtiges Teambuilding, das ist eine echte Experience. Die Alegria ist so unser Family-Boot, ja, weil man hat da super viel Platz, vor allem gerade mit kleinen Kindern, bietet sich das einfach super an, weil man hat eine große Kajüte, wo die Kinder dann schlafen können, hat sehr, sehr viel Schatten, hat halt auch die Möglichkeit, weil sie so geräumig ist innen, viel Water Toys mitzunehmen. Und da ist sie schon. Okay. Die Alegria ist ein bisschen älteres Schiff, ein bisschen betagtere Lady. Ja. Boote werden oft immer als Damen betitelt, aber super im Zustand von Maintenance. Macht super viel Spaß, mal viel Fläche, wo man sich hier so bewegen kann, wo man tanzen kann. Und heute haben hier die Gäste mit dabei auch ein Lampuga Chatboard, auch wieder ein Seabot mit dabei, tipptopp in Sterling Grey. Und das ist eben wirklich eine Experience, dass dieser Tag mehr ist, als nur auf dem Boot rauszufahren, sich volllaufen zu lassen in einem Restaurant, sondern was zu erleben, ja, was zu machen mit Freunden gemeinsam, einen Tag zu erleben, den man so immer wieder an irgendwelchen Anlässen erwähnt und sagt, weißt du, damals, als wir auf Ibiza waren, genau da. Das will ich eben erzählen, das will ich den Leuten mitgeben, dass wenn sie die Insel verlassen und sagen, Mensch, da hatte ich echt einen unvergesslichen Tag. Bin echt stolz drauf, macht auch richtig viel Spaß. So, dann packen wir da ein. Das war's jetzt mit unserer Tour. Alles ist eingecheckt. Schau mal, hier ist schon der Welcome Drink vorbereitet. Für die große Gruppen machen wir den Welcome Drink eben hier. Das heißt, da gibt es dann Cocktails, ein bisschen Softdrinks, bis alle da sind, bis man alles erklärt hat. Bei so einer großen Gruppe müssen wir hier quasi alle erstmal aufteilen. Das wird jetzt gleich noch ein bisschen hektisch. Nichtsdestotrotz wird aber auch klappen. Dann wird eine Gruppe, die fahren wir dann mit unserem Shuttle dann immer direkt rüber, dass sie nicht laufen müssen. Wäre nicht weit, aber ist trotzdem komfortabler. Dann werden wir das Kind schon schaukeln. Also schnell einmal mit dem Kapitän sprechen. Und dann geht's los. Und das war dann eigentlich quasi schon der Hauptteil meines Vormittags. Jetzt kommen gleich die Gäste. Die begrüße ich dann noch und kümmere mich um die Aufteilung. Mache einen Check-in heute Vormittag selber. Und dann geht's ins Büro. Alle Boote pünktlich draußen. 12.30 Uhr, 12.32 Uhr. Jetzt sind wir ins Büro und jetzt geht's um das Thema Maintenance. Ja, so langsam sind wir so im Endspurt der Saison. Anfang Oktober, wir haben die Boote das ganze Jahr im Wasser. Also bei uns kann man auch im Dezember, Januar auch ein Boot mieten, weil wir das ganze Personal ganzjährig haben. Aber man muss dann schon zugeben, es wird natürlich jetzt ruhiger. Und wir nutzen die Zeit vor allem für Wartungsarbeiten. Und jetzt haben wir ein großes Thema. Gestern habe ich unser Dinghy repariert. Also Dinghy ist unser Tender. Und den möchte ich jetzt über den Winter total frisch machen. Und das wird das Boot, das wir vor allem Studenten anbieten. Oder Leuten, die einfach sagen, Mensch, ich habe einen Führerschein selber. Das Boot will man nicht dann, wenn man einen Bootsführerschein hat, selber fahren können hier an Ibiza.
Ich habe das Boot damals im Frühjahr gekauft, weil wir dringend Liegeplatz gebraucht haben. Und es war immer so ein bisschen ein Stiefkind, hat sehr viele Charter gemacht die Saison. Aber das wird endlich Zeit, dass es eben auch unseren Style bekommt. Und deswegen machen wir einen neuen Schlauch. Dann habe ich es gestern eben in die Werkstatt gebracht. Ja, es war auch ganz schön Action. Zuzugeben, bei mir im Schreibtisch sieht es immer noch super viel Arbeit aus. Hin und wieder habe ich auch mal Zeit für Schach. So, jetzt gucken wir uns an, jetzt gerade eben kam der Kostenvoranschlag. Und jetzt bin ich gespannt, was der ganze Spaß kostet. Die spanische Kostenvoranschläge, die liebe ich immer. Die Wahnsinn. Wir lassen jetzt den Schlauch reparieren. Ich lasse es jetzt doch mehr machen, wie ich eigentlich ursprünglich geplant habe. Und kostet natürlich auch mehr. Und es kostet das Ganze netto 7.182,90 Euro. Also 8.700 Euro inklusive 21% Mehrwertsteuer in Spanien. Das tut einem erstmal weh, weil wenn man das jetzt mal so rumrechnet, das Boot bringt für 750 Euro Charter-Einnahmen. Das heißt, wir müssen es ja einmal schon alleine nicht 10 Mal vermieten, sondern eher 15 Mal, weil das Boot macht ja auch Kosten während des Betriebs. Also wir müssen es 15 Mal verchartern, um überhaupt die Kosten vom Schlauch alleine zu reparieren. Wir lassen auch noch super viel am Motor machen. Das Deck habe ich schon machen lassen während der Saison. Dann will ich die Polster noch ein bisschen auffrischen lassen. Also ich glaube, diese Investition, bis das Ding so ist, dass es ich gut finde, geht so Richtung 10.000, 11.000 Euro. Ja, für mich ist es halt immer, ich habe das Boot ja auch gekauft, vor allem gerade, wenn wir dann im Sommer, das heißt, alle Boote draußen haben und ich will jetzt auch mal rausfahren, was dieses Jahr einmal vorgekommen ist während der Saison. Und dann möchte ich eben mit Jesse auch noch so ein Backup-Boot haben und deswegen möchte ich mich auch da richtig drauf freuen können. Und vor allem möchte ich, dass wenn Gäste dieses Boot mieten, die auch wirklich diese Qualität von Harley Experiences auch bei unserem kleinsten Boot schon spüren. Und deswegen werden wir diesen Kostenvoranschlag freigeben. Ja, und das ist es. Mein typischer Alltag. Jetzt im Anschluss werde ich gleich noch E-Mails und Bürokram machen und um 14 Uhr kommt Jesse und wir werden zusammen essen. Heute mache ich Feierabend, denke ich mal so um 16 Uhr. Und das ist so mein Tag von Montag bis Sonntag und am Montag geht es dann gleich schon wieder weiter. Wisst ihr was? Ich bin so stolz und glücklich, mein Ding gefunden zu haben und zu sehen, wie das Baby wächst. Wir werden nächstes Jahr so viel Neuigkeiten verkünden dürfen. Wir werden das Personal fast verdoppeln. Wir haben nagelneue Boote nächstes Jahr. Die Flotte wächst. Aber ich bin echt richtig stolz. Und das wollte ich euch einfach mal so zeigen, wie so ein Tag aussieht. Und damit liebe Grüße aus Ibiza.